eben das Horn von Gorley entdeckt, das deine Vorfahren dir hinterlassen haben. Ja. Du hast soeben die dritte Magiestufe erreicht, da du Sendels Medaillon wiedergefunden hast. Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Little Big Adventure. Wir befinden uns, nachdem wir in der letzten Folge schon krasse Kriegszustände erlebt haben, also für dieses Spiel krasse Kriegszustände, befinden wir uns wieder auf der Insel Proxima, um uns hier nochmal daran versuchen wollen, im Museum diesen merkwürdigen Schlüssel aus der Truhe zu entwenden, wenn er denn dort ist. Wir hoffen das einfach mal. Ich muss mir jetzt allerdings natürlich erstmal wieder, ich sag jetzt mal, mehr oder weniger versuchen, illegal Zutritt zu diesem zu verschaffen. Dazu muss ich zunächst damit nach unten in die Kanalisation fahren. Im Anschluss. Oh je, die Schlange des Bösen. Und schon wieder ein Kleeblatt weg. Scheiß die Wand. Weißt du, ich habe 4 Fächer für Kleeblätter. Ich habe immer nur ein Kleeblatt. Ich habe nie mehr als ein Kleeblatt. Ich hatte schon mal 2. Aber die sind ja sowas von ruckzuck weg, ne? Wo geht er jetzt hin? Sind wir da richtig? Ja, da sind wir richtig. Jo. So. So. Jetzt gehen wir wieder Alarm auslösen. So. Gehen wir weg, Dico. Jetzt müssen wir mal probieren, ob wir das jetzt hier in dem Museum hinkriegen. Ich überlege, einen Zwischenspeicherpunkt im Museum zu erstellen. Einfach, dass, falls wir da sterben, und das werden wir sehr wahrscheinlich, wir da schnurstracks wieder laden können. Dazu gehen wir jetzt aber erstmal da rein. Genau so wollen wir das. Jawohl. Also, wir machen eine Zonenspeicherung. So heißt das in dem Spiel. Also, sollten wir tatsächlich in die Verlegenheit kommen, jetzt hier zu sterben, und davon gehe ich aus, können wir möglicherweise direkt hier wieder starten. Das Ganze mache ich jetzt mal mit dem Stick. Ich bin der Meinung, da ist das vielleicht ein bisschen einfacher als mit den Steuertasten, denn die lässt man dann irgendwie beim Richtung wechseln doch mal ein bisschen los. Wichtig ist, wir dürfen den Boden nicht berühren, bis wir vor der Truhe auf dem Sockel stehen. Denn der ganze Parkettboden ist ja, wie gesagt, mit Sensoren untersetzt, die hier sofort jedes Gewicht als Gefahr einstufen. Allerdings glaube ich nur unterm Parkett. Ja, genau. Also hier kann man auf Steinboden durchaus nochmal den Daumen auf dem Stick wieder nachsetzen. Denn wer kennt es nicht, wenn man lange in eine Richtung hält, dann ist es so, dass der Daumen da gerne mal wegrutscht vom Stick. Hier ist jetzt eigentlich ganz gut, dass wir gerade ruhig stehen können. Denn da kommt ja dieser Kollege da und scannt den Bereich. Den wollen wir ja möglichst umgehen. Okay. Wir dürfen uns nicht bewegen, wenn die in der Nähe sind, wissen wir. Gut, dass diese ganzen Sockel hier sind, da kann man sich tatsächlich so ein bisschen schrittweise hier vortasten. Okay, dann werden wir da vorne bei dem Finanzhai nochmal, denke ich mal, Päuschen machen.
Da kommt nämlich gleich wieder der andere Kamerad. Jawohl. Hoffentlich reicht uns das von der Zeit her. Gut. Der ist jetzt da vorne. Dann ist da vorne sogar schon die Truhe. Jetzt sollten wir nur kurz abchecken, was der für eine Route fährt. Aber der scheint da nur um den hinteren Sockel rumzufahren. Nee? Doch. Der fährt nur um den hinteren Sockel. Du hast soeben den von deinem Vorfahren Hegesippe verlorenen Schlüssel wiedergefunden. So, jetzt ist die Frage. Das da unten ist ja Steinboden, das ist kein Parkett. Das heißt, wir können jetzt eigentlich da schnell die Abkürzung nehmen. Wir müssen jetzt also nicht komplett... Oh Gott, jetzt hätte ich fast einen Fehler gemacht, ey. Ich muss den natürlich jetzt wieder... Oh je. Jetzt können wir hier direkt die Abkürzung nehmen. Da unten ist Steinboden, das dürfte normalerweise nicht mit Sensoren untersetzt sein. Ja, ein bisschen Energie haben wir jetzt verloren, das ist nicht schlimm. Und wir sind raus. Wir sind raus. Es hat funktioniert. Wir sind besser als Ethan. Wie heißt er? Dings. Ethan Hunt. Ja, ja. Hier. Mission Impossible und so. Das war ja, also, teilweise kam es mir wirklich sowas von Impossible vor hier. Was ist mit dieser Schlange los? Was ist mit dieser Schlange los? Oh, die ist ja mordsmäßig drauf. Scheiß die Wand an. Meine Energie war voll eben noch. Jesus Gott. So. Das High. Warte, wir gehen schnell hier hoch. Geht schneller. Das heißt, jetzt wieder zurück auf die Zititadelleninsel. Da gehen wir in unser Höhlchen. Ja, und da holen wir uns aus unserem Höhlchen mittels dieses Schlüssels von Hegesippe holen wir uns unsere ganzen Sachen. Und dann sind wir hoffentlich in der Lage, mit roten Klonen umzugehen. Und dann ist das ja mal mordsmäßig Fortschritt, was wir hier heute geschafft haben. Komm, wir gehen spaßhalber nochmal zu dem Dicko. Weil jetzt waren wir ja nochmal im Museum, haben nochmal ausgiebig das Gerät getestet. Vielleicht hat er uns jetzt noch was zu sagen. Bevor wir nachher nicht mehr dazukommen, ich weiß es nicht. Oh, Herzchen, schön. Ich hatte gerade eben einige verloren im Keller dort bei der Schlange. Nun, wie steht's mit den... Ja, ist gut. Lass mich doch mal ausreden. So. Guten Tag. Nun, wie ist dieser Protopath? Ich führe seine Tests fort. Ich habe noch lauter Alles klar. Also wir sehen ihn, glaube ich, wirklich nicht wieder. Ich habe keinen Bock mehr. Diese Diskussion immer da. Ich würde meine Arbeit nicht richtig machen und so weiter. Also das muss ich mir nicht anhören. Bin ich der Meinung. So. Hier noch ein Herzl. Jawohl, zwei. Wo willst du hin? Auf die Zitadelleninsel. Wo ist denn die? Wieder ganz oben. Auf die vorher auch schon. Zitadelleninsel. Jo, also Zitadelleninsel. Höhle. Schloss. Knack. Ja. Items. Und dann in die Fresse. So oder so ähnlich. Stelle ich mir das vor. Oder so ähnlich. Vorteilhafterweise müssen wir jetzt ja nicht wieder durchs ganze Haus und an den zwei Klonen da vorbei, ne? Wir müssen nur hier schauen. Da lang. Warum hüpft er mir da jetzt nicht hin? Jetzt, Sittle. Und dahin. Jawohl. Ich könnte jetzt sogar noch übers Wasser fliegen, eine Runde. Ich weiß nur nicht. Weiß nicht, komme ich da wohin? Ich habe ja jetzt eh gespeichert, also es gab jetzt einen Zwischenspeicherpunkt hier. Nee, geht nirgends hin hier. Schade. Also. Schlüssel gefunden. Schlüssel gefunden.
Juhu. Und Herzchen. 7 Stück an der Zahl. Du hast soeben das Horn von Gorley entdeckt, das deine Vorfahren dir hinterlassen haben. Ja. Du hast soeben die 3. Magiestufe erreicht, da du Sendels Medaillon wiedergefunden hast. Ah, da muss ich jetzt keine Sendelstatue draufstellen. Das ist gut so. 10 Herzen. Geil, Omat. Du, der du diese Zeilen liest, du sollst wissen, dass es 3 Runensteine auf dieser Welt gibt. Deren Standorte werden nun auf deinem Holomap angegeben. Es sind große, aufrecht stehende Steine, auf denen Runenschriften eingemeißelt sind, die dem Erben auf seiner Suche nach Sendel hilfreich sein sollen. Der 3. Stein gibt den genauen Standort von Sendels Brunnen an. Außer der hilfreichen Auskünfte birgt jeder Stein ein Geheimnis. Ja, bei einem der Steine waren wir ja bereits. Der wollte ja von uns irgendwas gesagt bekommen, was wir ja... Der du diese Zeit... Ja. Du sollst... Der wollte ja von uns irgendwas wissen. Allerdings, ja. Aber wir sehen, sehe ich jetzt gerade so, man wäre jetzt also durchs Haus hier reingekommen und auch hier andersrum. Durchs Haus wäre jetzt natürlich ein bisschen länger gewesen, dadurch, dass wir ja erstmal wieder hoch hätten hüpfen müssen und so weiter. An dem Klon vorbei und so. Das wäre ja alles nicht so aufregend geworden oder noch aufregender. Jetzt gehen wir auf alle Fälle zurück zur Insel. Ich weiß nicht, zurück zur Insel Proxima. Auf welcher ja ein Runenstein auf jeden Fall ist. Auf jeden Fall werden jetzt auf meinem Holomap angezeigt. Das schauen wir uns gleich mal an. Runenstein Insel Proxima. Ja. Runenstein Insel. Runenstein Insel Proxima. Runenstein Insel Proxima. Runenstein? Oh. Da muss ich aber erst noch hin, ey. Seeklares Wasser im Hamalai. Da muss ich auch noch hin. Ich schätze mal, es wäre eine gute Idee, jetzt erstmal zu dem auf der Insel Proxima zu gehen. Denn da wissen wir wenigstens, wo er ist. Möchtest du? Auf die Insel Proxima. Genau. Da müssen wir gucken, ob wir noch genügend Treibstoff bei uns haben. Aber ich glaube, 7 haben wir oder sowas, ne? Das ist ja eigentlich mehr als ausreichend. So. Ich habe Sendels Amulett an mir. Ich weiß nicht, ob das schon ausreicht, um rote Klone zu besiegen. Ja, das sieht doof aus, was ich gerade mache. Ich weiß aber, ja, es geht irgendwie nicht hier. Da geht was. Also ich weiß nicht, ob diese 3. Magiestufe jetzt schon ausreicht, um rote Klone zu besiegen. Wir werden es aber, denke ich mal, herausfinden. Zunächst wird sich jetzt erstmal um diesen Runenstein gekümmert. Wir checken kurz unseren Vorrat an Treibstoff. Der ist bei 7, das ist im Moment normal ausreichend. Wo willst du hin? Stein der Finsternis. Zum Stein der Finsternis. Und wenn ich mich nicht täusche, dann muss ich den jetzt mit diesem Horn anblöken. Und dann tut sich da vielleicht was. Vielleicht, ich weiß es nicht. So. Ich bin der Stein Finsternis. Der Schlüssel zum versiegelten Stein ist Verbs. Wie heißt das Wort, das mich befreien soll? Sehen wir später. Verbs. Was ist denn mit diesem Burps, sag ich mal? Ich probiere jetzt aber trotzdem mal dieses komische Horn einzusetzen. Ist möglich, dies. Du kannst damit einen neuen. Ich brauch das an den Sendel. Siegeln. War bei mir jetzt gerade ein Sendelsiegel in der Höhle auf der Zitadelleninsel? Nach Proxim City. Von Proxim City aus fahren wir mit diesem Buggy
an diese eine Stelle, wo schon einmal Sendels Siegel war, also noch ist, dann wissen wir ja, auf der Hauptinsel ist nochmal ein Siegel. Und teilweise unter den Funfrock-Statuen. Wo willst du hin? Zum versiegelten Stein. Zum versiegelten Stein. So, und da müsste ja jetzt eigentlich was gehen. Wir müssen ja irgendwie vorankommen, ne? Dann müssen wir, wie gesagt, zurück nochmal auf die Hauptinsel. Da haben wir da diese eine Ruine. Genau. Wo genau ein... Wo willst du hin? Sehen wir später. Wo willst du hin? Nach Proxy. Nein, ich will nicht nach Proxy. Und dann wird das ja sicherlich irgendwie einen Sinn haben. Wollen wir da rein, wa? Geht der jetzt da rein? Muss ich reinspringen vielleicht? Ah ja. Noch ein Stein. Ja, aber... Und wie öffne ich dich jetzt bitte? Ich bin der versiegelte Stein. Der Schlüssel zum Stein der Finsternis ist Gizmo. Ah, wie jetzt? Heißt das Wort, das mich befreien soll? Burps. Burps. Ja, Energie habe ich voll. Gib mir Kohle, Mann. Oder Kleeblätter. Kohle wäre natürlich viel besser jetzt im Moment. Aber egal. Also. Jetzt gehen wir zurück. Wo willst du hin? Proxim City. Proxim City. Jetzt werden wir wahrscheinlich zwischendurch wieder eine Lage Sprit holen müssen, könnte ich mir vorstellen. Wie viel haben wir denn noch Sprit? Also wichtig ist erstmal im Moment, dass wir einmal, siehst du, da komme ich also wirklich nur nochmal zu diesem anderen Stein. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal eine Lage kaufen. Kraftstoff für 10. Ja, kauf ich. Wo willst du hin? Da müssen wir natürlich erstmal hin. Finsternis. So. Ich bin der Stein Finsternis. Gizmo. Ja. Du hast soeben eine magische Flöte gefunden. Was mache ich mit der Flöte? Und weiter? Keine Kohle. Was mache ich mit der Flöte? Die verzaubernde Melodien dieses Instruments kann das klare Wasser auftauen, wenn es gefroren ist, sowie Blumen in der Wüste wachsen lassen. Oh! Ich muss aber in die Wüste, ne? Ach, Herrgott. Und Wasser auftauen. Ja gut, das werde ich dann am See klares Wasser brauchen, ne? Hundertprozentig. Was ist denn das eigentlich nochmal für ein Moment? Da muss ich nochmal gucken. Neben einer bestimmten Tür im Inneren des Beamzentrums gesetzt, gibt er Zugang zu einem Raum voller Mecha-Pinguine. Wo ist denn das Beamzentrum? Weiß nicht. Werden wir ja sehen, ne? Wo willst du hin? Nach Proxim City? City. Ja, da gehen wir wieder zu unserem Bötchen. Und vom Bötchen aus... Moment mal. Und vom Bötchen aus dann nochmal auf die Hauptinsel. Ja. Allerdings machen wir das erst im nächsten Video, denn das hier ist schon wieder bei einer angenehmen Länge. Es wird also exakt an dieser Stelle im nächsten Video weitergehen. Dann geht's auf die Hauptinsel zum Sendelsiegel. Da sind auch noch ein paar Gegner zu erledigen. Und ja, dann werden wir mal schauen, wie es weitergeht. Irgendwann müssen wir ja klares Wasser schöpfen, ne? An diesem See klares Wasser, der höchstwahrscheinlich zugefroren ist und dessen Eis wir mit dieser Flöte zum Schmelzen bringen müssen. Und dann müssen wir nochmal in die Wüste und Blumen wachsen lassen. Also es ist noch eine Menge zu tun. Das sehen wir nicht alles, aber etwas davon im nächsten Video und den Rest dann im übernächsten, überübernächsten und so weiter. Wie viele da auch immer noch kommen mögen. Für dieses Video bedanke ich mich auf jeden Fall, dass ihr es angeschaut habt. Lasst gerne ein Däumchen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten aber auch ein Abo, wenn ihr es noch nicht getan habt und ein Kommentar wäre auch ganz lieb.
Herzlichen Dank und tschüss.